So, hallo, wir machen mit Tastatur, schon im letzten Part, aber ich sag's nochmal, weiter wieder bei, hier, weißt du schon, ne? Diesem Spiel da, Things, so. Letztes Mal haben wir uns den, oh, das war der falsche. Letztes Mal haben wir uns die ganzen Monde nochmal aufgeschrieben, die uns noch Hinweise geben. Jetzt will ich aber erstmal, den Secret Exit hier suchen. Denn hier ist ein X bei dem Schloss. Das habe ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. Deswegen wird es hier offenbar noch einen Exit geben. Gucken wir mal, ob wir den finden. Das heißt, ich muss doch nochmal diesen Anfang hier spielen. Okay. Weil es war auch jetzt bei den Monden bisher kein Hinweis dabei, so von wegen, geh nochmal ins Culmination Castle rein oder so. Aber ich meine, es war schon ein Hinweis, dass sich Exits ändern können, wenn man ein Level beendet. Und ich meine, man sieht ja dann sogar an der Oberwelt, dass sich hier was geändert. Also, Quatsch. An der Oberwelt, dass da noch was ist. Vielleicht ist das dann so der Hinweis dafür. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt muss ich erstmal wieder durch diesen Anfang hier kommen. Oh mein Gott. Da habe ich ja schon damals gestruggelt. Weil das ist einfach... Das ist ganz weird, das hier so zu springen. Oh. Aber das haben wir damals schon geschafft. Das schaffen wir auch jetzt nochmal. Ach stimmt, da war ja oben... Stimmt, da war ja diese Röhre mit den 20 Monden. Wait, in welche bin ich denn am Ende reingegangen? Oder war das für beide? Stimmt, aber da waren ja... Richtig, da waren ja zwei Röhren am... Ist das dann doch ein Unterschied, in welche man reingeht? Bin ich in die untere rein oder in die obere? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Sollte ich das vielleicht nochmal kurz im Video nachschauen einfach? Das wäre ja eine ganz kurze Geschichte. Ich glaube, ich gucke gleich kurz ins Video rein, wie ich da reingegangen bin. Wenn ich da dann mal in Ruhe stehen kann, gucke ich kurz im Video nach, wie ich hier reingegangen bin. Können wir das jetzt bitte nicht genauso lange hinziehen wie damals schon im ersten Part von Culmination Castle? Das ist so ein blöder Anfang. Alles hier dran ist irgendwie unangenehm zu spielen. So. Das war 20 Mode oder 20... Ich war dann der Meinung, dass es egal ist, wie man reingeht. Aber vielleicht ist es das ja nicht. Geht's mal hier rum rein. Aber also... Man ist so oder so hier rausgekommen, ne? Aber ich muss doch jetzt nicht nochmal alles machen. Nee, weil das ist ja alles schon fertig. Ich kann ja direkt durch. Okay. Also... Also vielleicht kann ich da hinten ja auch weit. Ich kann wieder zurück. Ach so, nee, das ist nur dieses zurück. Also nee, ich meinte, vielleicht kann ich ja da hinten jetzt weiter, jetzt wo ich den ersten Teil geschafft habe. Ich weiß es ja nicht. Na, hier war ja eine Wand. Ja, die ist immer noch da. Ja, jetzt lande ich wieder bei Master Hand. Ja, nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nochmal machen muss. Hm. Dann gehen wir jetzt mal unten. Das ist schlecht. Also meine Frage, wenn man jetzt an einem Safe steckt, wie kann ich den Safe resetten?
Weil ich hab die Dings losgelassen. Ach so, ja, okay. Ja, ich will jetzt das Hallo, ich will das jetzt ja gar nicht. Wird es resettet, wenn man resettet? Also richtig resettet die ROM? Wieso ist denn jetzt alles so laut? Das ist so eine komische Angewohnheit von Dings. SNES 9X. Dass das den Sound manchmal einfach umstellt. So. Mein Gott. Sowas nervt mich. So, muss ich jetzt... Was? Jetzt muss ich das nochmal spielen, dass ich wieder in den normalen Abschnitt zurück kann? Kann ich nicht das irgendwie resetten? Ah, das ist jetzt ja dumm. Ich kann Level nicht resetten, ne? Nee, ich wüsste nicht wie. Und zurückspulen habe ich jetzt mir auch verbaut, zurückspulen habe ich mir verbaut. Scheiße. Warte, ich habe ein State. Ich habe einfach einen Safe State hier gesetzt vorhin, geistesgegenwärtig. Oh mein Gott! Wow! Okay, den lassen wir hier. Wow! Aber da komme ich halt auch hier raus, ne? Das ist genau der gleiche Quatsch. Ja, das ist genau das gleiche. Hä? Also hier komme ich nur zum Master. Ich meine, was noch nicht passiert ist, wir haben noch nicht den anderen Raum gespielt, ne? Doch, den haben wir gespielt. Den unteren haben wir nicht gespielt. Vielleicht muss man alle mal abgeschlossen haben? Ah, das war der... Stimmt, ich weiß noch wieder, warum wir den nicht gespielt haben. Weil ich dafür Dings bräuchte. Jetzt gucken wir mal, ob das hier notfalls mit Tastatur geht. Wie komme ich jetzt rückwärts? Wie soll das denn gedacht sein? So nicht. Also wenn es nur um das Fliegen geht, das könnte sogar funktionieren. Hä? Ich habe es doch vorne irgendwie hingekriegt. Wie habe ich das gemacht? Ja, und jetzt muss ich aber zurück. Das war schlecht. Okay, wie gehe ich... Also, das hat jetzt auch mit Controller nichts zu tun. Wie gehe ich da zurück? So, jetzt muss ich umkehren. Aber wie? Ich weiß, es gibt so eine Taste, mit der man drehen kann. Scheiße, jetzt habe ich den wieder losgelassen. Ja, so nicht. Ich schätze, dass ich genau diese Taste drücken muss, die, mit der man drehen kann.
wäre dann die da, ne? Ja! Oh mein Gott. Jetzt komme ich einfach zurück. Komme ich jetzt hoch? Jo, das ist ja sick. Okay, jetzt muss ich hier wieder den machen. Aber das sollte ich drüben bei den Wolken besser machen. Scheiße, das wird nicht funktionieren, weil jetzt wär ich gegen den Stachel rasseln. Ich muss hoch genug kommen. Ja, nee, das wird nicht funktionieren. Oh. Und jetzt ein bisschen zurück. Und jetzt wieder hoch. Geht das so? Kann ich das wirklich so manipulieren? Nicht sicher. Oh, vielleicht so jetzt nach oben. Ja, der schießt nach da dann. Okay, wir machen es anders. Wir drehen uns wieder. So, genau. So kann es funktionieren. Oh, oh, ich lande jetzt auf dem Ding drauf. Das will ich nicht. Scheiße. Na, okay. Aber wir kommen der Sache näher. So, jetzt drehen wir uns. Und zurück. Vorsichtig. Ja, und jetzt nach oben. Schön nach oben immer. Ja. Sehr gut. Safe State. So. Na. Genau, nach oben. Und jetzt nach drüben. Ja, perfekt. Alter. Safe State. Eigentlich sollte ich erst da wieder stoppen. Und ansonsten die ganze Zeit scheinbar durchfliegen, aber... Ey, was soll's, ne? Oh, ja. Ich meine, es funktioniert irgendwie, also... Jetzt muss ich halt nach oben kommen. Jetzt muss ich richtig weit nach oben kommen. Ach, scheiße. Ah, zu langsam. Ah, zu... Nee, was heißt zu langsam? Zu langsam ist die falsche Aussage. Jetzt hoch und jetzt schön nach oben. Mehr nach oben. Ja, nicht so. Das könnte jetzt funktionieren. Nein! Das sah gut aus. Okay, das sieht jetzt besser aus. Safe State. So.
Ich glaube, das schaffen wir mit Tastatur und ohne Safe-Sitz, genau. Okay, und runter. Und dann drehen, oder was? Ach, scheiße. Okay, Save State. So, weg mit dir. Save State. Okay, jetzt mache ich da einfach hin und her. Ja, das kriege ich hin. Das habe ich jetzt oft genug schon gemacht. Oh, das war zum Glück machbar. Und jetzt drehen. Zack. Save State. Und dann einfach da hoch. Okay. Ja, jetzt haben wir zumindest jedes Level gespielt. Aber ich glaube, es hat sich trotzdem nichts verändert. Scheiße. Aber jetzt haben wir den anderen auch mal gesehen. Hm. Ja, aber hier muss ja noch ein Exit sein. Jetzt keinen neuen State setzen. Aber hier ist halt nichts. Muss ich jetzt echt nochmal Masterhand bezwingen? Oh! Oh, hier könnte eine Tür runterkommen oder irgendwas. Schade. Wait, habe ich mich damit jetzt gesoftlockt? Ach nee, ach, das kommt wieder. Fährt das wieder hoch oder was? Nee, das resettet sich dann einfach, oder wie? Da noch nicht. Da komme ich hier wieder raus. Oder das jetzt in irgendeinem Raum was anders ist? Muss ich jetzt echt alle Räume nochmal durchspielen? Na komm, wir haben ja Safe States. Ach, da musste ich da runter, ne? Jo. Wie musste ich das nochmal machen? Ach so. Ah, das musste ich über Spinjump, ne? Ach, scheiße. Okay, hat gerade noch funktioniert. Ach ja, und dann über den, genau, ich erinnere mich. I remember. Nein. Ach komm, das ist nicht so schwierig. Ich hab das doch schon mal geschafft. Mann! Na bitte. Ach ja, das war der Spaß.
Na gut. Na gut. Tschüss. Ja. Also hier war nichts anders. Hier war nichts anders. Was ist hier oben gewesen? Ach, der Pokémon-Raum. Oh. Na komm, Augen zu und durch. Ich hab den schon komplett vergessen, wie der ging, ne? Ach ja, ich erinnere mich. Wie habe ich das nochmal gemacht? Irgendwie... Irgendwie so. Ja. Richtig. Und dann muss der da drauf. Genau, ich erinnere mich. Richtig, der muss der irgendwie da drauf. Genau. Herrschaftszeiten. Na, und jetzt musste ich irgendwie... Das habe ich jetzt wieder vergessen. Den... Ach, wie ging das denn? Ah ja, so. Okay, verstanden. Das heißt verstanden, ich erinnere mich. Ja, genau. Das hatte mit Yoshi gar nichts zu tun. Yoshi ist nur da, um den Typen aufzufangen. Das ist zu niedrig. Ja. Oh shit. Okay, passt. Ah, die Shell muss dahin, die Shell muss dahin. Nee, was muss da hin? Ah, nee, er muss die Shell kicken jetzt. Und dann muss ich ihn mitnehmen. Und dann da wieder rauslassen, genau. Das ist wieder ein schönes Beispiel, wie einfach diese Levels sind, wenn man States hat, ne? Das ist das, was ich meinte. So, das waren die zwei. Ach, das war der Quatsch. Ja, da habe ich eh schon gestatet, also Augen zu und durch. Jetzt muss ich das nochmal machen. Das war schon beim ersten Mal schlimm genug. Also die Frage, ob ich es nochmal machen muss im Übrigen. Ich weiß es nicht. Da kann doch nichts anderes sein am Ende, oder? Ach komm, ja, komm, wir gehen durch. Scheiß drauf. Jetzt ziehen wir es durch. Dann spielen wir es halt doppelt. Ich weiß es halt nicht, ne? Das ist der Punkt. Ich kann es halt einfach nicht wissen. Was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Aber wenn jetzt das alles nichts bringt, dann kommen wir in dem Part nicht sonderlich weiter, ne? Das ist leider dann... Menschenskinder, das geht so schnell!
Ja, das ist es aber dann halt schon fast, ne? Das ist echt ganz kurz der Abschnitt eigentlich sogar. Lol. Das nochmal. Ach ja. Ja, das sah doch schon ganz gut aus. Ja, das sah doch schon fast besser aus. Ja, das sah doch auch schon ganz gut aus. Aber ich frage mich halt, wie man das gezielt machen soll. Also, weil... Bei mir klappt es halt einfach irgendwann mal. Aber was ist, wenn ich jetzt eigentlich hier zurücklaufe? Ist hier noch irgendwas? Warte mal, kann ich hier irgendwas tun? Nee, da ist nur der Quatsch. Das Wasser, warte mal, das Wasser. Kann ich da schwimmen gehen? Nee. Also das killt mich, oder? Ja, das ist einfach nur Hintergrund, okay. Nee, dann bleibt nur die Tür. Ich frag mich nur gerade, was da drüben ist. Was steht da? Da steht was! Was steht da? Was steht da? Ah, VIP steht da, oder? Da steht VIP. Es ist, glaube ich, aber nur ein Easter Egg. Es ist nichts Relevantes. Ach, dann kann man hier raus. Genau. Hier ist auch nichts anderes. Na, das ist einfach nur, dass man halt durch eine Röhre zurückgehen kann. Nee, das nützt mir auch nichts. Okay, was war hier unten? Ach, das war der Schmarrn. Das haben wir alles jetzt letztens schon gehabt. Aber das war zum Glück auch sehr kurz. Also, muss man ja auch dazu sagen, das war ja wirklich sehr kurz. Das kriegen wir schon auch nochmal hin. Ich will jetzt mal alle Räume in einem Durchlauf spielen. Den Federraum haben wir in dem Durchlauf ja schon gemacht. Das ist ein dummer State. Aber passt schon. Darf nicht so hoch. Darf nicht so hoch. Genau so. So nicht. Das ist alles zu hoch. Das ist auch zu hoch. Ah, lol. Okay, das war's. Ja, schön. Ah, normaler Sprung. So. Da war auch sogar nochmal eine extra Röhre, okay. Aber da gibt auch jetzt nicht. Das ist halt auch nichts anderes. Ha. Jetzt sind wir wieder hier. Oben war ich gerade drin, ne? In dem Flugding war ich gerade drin. Nee, andersrum. Unten war ich gerade drin. Da muss ich den nochmal spielen. Ach.
Das hat gut funktioniert. Oh Gott, wie ging das denn? Ich lass die falsche Taste. Ich krieg die Krise. Ich lass die falsche Taste. Okay, stopp. Durchatmen. So. Die muss ich loslassen. Genau die. Wieso bin ich denn gerade so unkoordiniert, was das angeht? Also ich verstehe gerade nicht, warum ich so unkoordiniert bin. Dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig von der Taste runterzugehen. Beziehungsweise von der falschen Taste dann gehe. Und da dann nicht von der Taste gehe. Hä, das hatte doch schon mal geklappt. Du musst loslassen, du Trottel! Sag mal, bist du dumm? Er lässt nicht los. Ja, so. Aber mein Kopf will gerade nicht loslassen. Was ist denn das? Hä? Ich verstehe es halt vor allem gerade nicht, weil es ja die letzten Male geklappt hat, als ich das hier gespielt habe. So, ich weiß doch, was ich zu tun habe. Und wahrscheinlich ist es gerade völlig umsonst, das doppelt zu spielen. Okay. Ah ja, genau, jetzt kommt der Teil. Dann haben wir es ja schon gleich wieder. Der Teil, den ich überhaupt nicht verstanden hatte, obwohl das eigentlich total simpel ist. Einfach anstupsen und fertig. Also das war halt wirklich super dämlich, dass ich das nicht sofort kapiert habe, ne? Muss ich so zugeben. Und das war es nämlich schon. Ja, aber nützt mir jetzt halt auch nicht viel. Also hier ist halt auch nichts anderes. So, aber jetzt haben wir alle Räume gespielt in einem Durchlauf. Es ändert halt auch nichts. Wieso sollte sich auch was ändern? Ja, komm, dann spielen wir jetzt halt nochmal die Hand. Auch wenn ich nicht ganz sehe... Warte mal. Kann ich auf die drauf springen, wenn die da so hin und her schießen? Nee. Nee, also ich kann da auch keine Shelljumps dann machen oder sowas. Ne? Nee, ich interagiere mit den Dingern einfach nicht. Ja, komm, scheiß drauf. Das ist schlecht. Mann!
Aber ich stelle mich jetzt komplett durch, also. Ich glaube, das geht schneller, als ernsthaft zu spielen. Oh, come on! Nein! Hä? Hä? Wait, ich hab... Irgendwas ist gerade passiert. Ich bin im falschen Slot unterwegs, ne? Ja. Einfach ins falschen Slot gewechselt. Stabil. Mann! Mann! Scheiße. Okay, wir sind wieder bei 60%. Alter. Das ist immer gut. Wenn er den Dreher macht, ist, oder wenn er halt so runtergeht, das ist super gut, weil da kann ich ihm richtig viel abziehen, so. Okay, jetzt haben wir es gleich. Das war gut. Wenn ich nicht noch gestorben wäre danach. So. So viel dazu. Imagine, du spielst das ohne States, hast ihn auf 0% und verreckst dann noch. Gott, wäre das bitter. Junge! So. Ja, aber es ist auch kein anderer Exit jetzt. Ändert nichts. Das hatten wir jetzt auch schon mal. Das war langsamer. Scheiße. Schneller hier. Schneller wird's nicht mehr. Oh, come on. Kann es nicht skippen irgendwie? Geht's echt nicht schneller als das? Da will ich mit SNES 9X aber kein Durchscrollen spielen. Meine Güte. Jetzt haben wir aber einen 40-Minuten-Part, ohne dass wir was erreicht haben. Ich meine, ich habe zum Glück ganz viel hier aufgeschrieben, was Mondtipps angeht. Da müssen wir jetzt halt das mal durchlaufen. Aber das, was ich jetzt vorhatte, hat leider nichts gebracht. Oh, scheiße. Jetzt sind wir wieder bei 100%. Ja, das war... Das war jetzt nicht so der Erfolg, ne? Wo kommt dann hier der Secret Exit her? Was war das gerade für ein Hänger? Na gut, eine Sache will ich noch kontrollieren. Das war, glaube ich, in dem Level. Nee. Was, in dem Level? Nee. Fuck, in welchem Level war das denn? Nee.
Ich weiß, in welchem Level das war. In dem, wo die Lava steigt. Welches Level war das, wo die Lava steigt? Welches Level war das, wo die Lava steigt? Nee. War das keins von denen hier? Warte, habe ich nicht zu Congestion irgendwas aufgeschrieben? Warte mal, war Congestion nicht eines der Namen? Nee. Schade. Welches war denn jetzt das Level mit der Lava? Nicht blöd. Wir hatten doch ein Level, wo ich vor Lava geflohen bin. Welches war das denn? Das war doch eins von denen hier. Nee. Nee. Hä, wo ist das Level, was ich meine? Nee. Ja, aber das da oben war's auch. Alter, ich bin dumm. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, wo es ist. Zwar hier. Hier auf der Oberwelt war das. Und zwar. Das da hier. Genau. Ich will in den Secret Exit noch mal rein. Das war doch der Undertale Secret Exit, oder? Ich glaube, das war der Undertale Secret Exit. Nein! Also jedenfalls suche ich gerade den Secret Exit mit dem Undertale-Ding. So, ich hoffe, das war der. Sonst mache ich das hier gerade umsonst, aber ich glaube, das war der. Wir werden es gleich wissen. So natürlich nicht. So auch nicht. Erkläre auch gleich warum. No.
No. So, bist du der Secret Exit? Ja. Okay. Und zwar hat der Mondhinweis gesagt, ob man das Blau-Orange-Tutorial abgeschlossen hat. Und ich meine, abgeschlossen weiß ich nicht. Wir sind in die Tür gegangen und das war's. Vielleicht muss man hier alles durchlaufen lassen. Und vielleicht kommt dann was anderes. Versteht ihr, was ich meine? Weil, ne, dass man das hier weiterlaufen lassen muss. Das war nämlich der Hinweis. Hast du das Tutorial abgeschlossen? Und wir sind ja durch die Tür gelaufen. Und damit haben wir das Tutorial im Prinzip nicht abgeschlossen. So, wenn sich das jetzt halt alles wiederholt, dann... ja. Dann fail ich hier hart gerade. That's it. That's it. Da war ein Mond. Okay, kann ich abhaken. Dann kann ich das abhaken. Zack. Okay. Leaf Blossom Garden. Ja, haben wir im Prinzip, ne? Das ist das, man geht nach oben halt raus. Keine Ahnung. So, du kannst nach oben rausgehen. Wobei, das hier ist Blossom Gardens eigentlich ja erst, ne? Ja, das kann ich nicht nach oben verlassen, also... da geht nix. Hier kann ich auch nicht nach oben oder nach links oder nach rechts oder sonst irgendwo hin. Nee, okay. Dann hätten wir... Uncontested Power kenne ich noch nicht. Ja, Exits ändern sich, wenn man sie geschafft hat. Super, nützt mir nicht viel. GG-Building, rechts runterfallen, haben wir gemacht. Broken Skulls, Geborb, haben wir gemacht. Das Secret von El Boon ist in Seekrut. Das müssten wir vielleicht nochmal nachschauen. Dark City können wir noch nicht machen. Bourbonhaus haben wir noch nicht. Sinks.smc2 habe ich noch nicht nachgeschaut. Ja, das ist... ich kann mir... also, alle Tipps, die ich noch habe, kann ich... ich weiß nicht, wo es weitergeht gerade. Ich weiß gerade halt wirklich nicht, wo es weitergeht könnte. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist dieses Seekrut. Dass der Code hierfür... ist das das? Ist das das El Boon Secret? Ja, der kommt hier mit Things.smc2. Vielleicht muss ich das trotzdem... vielleicht muss ich trotzdem mal Things.smc2, aber keine Ahnung. Type the passcode using your controller according to the guide. As means select. Ja, aber dafür brauche ich erstmal den Passcode. So, muss ich jetzt wirklich Things.smc2 laden, oder was? Ich check das nicht. Es war Dark City. Das ist es nicht. Oder gibt es hier eine rote Tür? Nee, das ist... Nee. Das war das Level, ich erinnere mich. Uncontested Power hatten wir ja doch. Was stand da nochmal dort? Go left. Ach so. Das war das. Scheiße, okay, kann ich abhaken. Haben wir gemacht. Mist. Das war das. Okay, haben wir gemacht. Ja. Aber was haben die immer mit El Boon Secret? So, das ist das, was ich nicht verstehe. Hier ist El Boon.
Aber das hilft mir ja nichts. Auf ihm kann ich stehen. Hat das irgendeinen Grund? Er ist der Einzige, auf dem ich stehen kann. Wieso kann ich auf ihm stehen? Oder kann ich auch nichts machen? Ich bin böse verwirrt. Da wollte ich nicht rein, da wollte ich nicht rein, da wollte ich nicht rein. Na gut. Wir gehen nochmal kurz in Sekrut. Oh, warte, oder hat sich hier jetzt was getan, nachdem ich die Exits geholt habe? Nee. Sieht nicht danach aus. Das Level ist halt blau. Ich verstehe nicht, warum das blau ist. Und das heißt ja dann... gut, vielleicht, weil es halt drei Exits hat und das was Spezielles, Besonderes ist. Könnte sein, dass das der Grund ist. I don't know. Ach, und hier ist noch dieses Fragezeichen. Jetzt sehe ich das Fragezeichen erst. Das bedeutet vielleicht die Sache mit dem Switch oder so. Das könnte sein. Tja. Tja, tja, tja. Okay, ich speichere mal kurz. Und dann gehen wir nochmal neu rein. Ach, jetzt wird er wieder laut. So nervig. So. Und dann lande ich wieder bei Sekrut. Ah, es war jetzt natürlich. Ich muss das mit natürlich so machen. Ach lol, nee, hä? Ich lande nicht mehr bei Sekrut. Ah, das muss ich in der leeren Pfeil machen, ne? Das muss ich in der leeren Pfeil machen. Doch am Arsch hier langsam. So, zack. Ach, jetzt muss ich den Quatsch nochmal spielen. Ja, 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 ja. So. Ja. Doch gut. So. Jetzt rein da. Raus da. Genau, jetzt bin ich bei Sekrut. Und es geht nur jetzt. Also nochmal rein da. Und da sind einfach nur diese drei QR-Codes. Mehr ist da nicht. Also diese vier. Ach, das war das Elbun Secret, stimmt. 2069. Ah, ja, 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 das muss ich nochmal aufschreiben. Das hatte ich mir noch nicht aufgeschrieben. Okay, Elbuns Code ist in Secret 2069. Aber wo setze ich den ein? Wann nutze ich den? Wie nutze ich den?
2069. Das war das, ich. So. Habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben. Elbuns Code in CQ2069. Aber was soll der mir nützen? Wo gebe ich den ein? Es ergibt einfach alles keinen Sinn. Weil das hier ist es ja nicht. Hier kann ich 2069 ja nicht schreiben. Das wäre runter B runter. Wo ist die 9? Start. Oder ist das Select? Weiß ich nicht. Nochmal raus. Also nochmal. Halt nicht bewegen am Anfang wahrscheinlich. Zwei ist runter. Null ist springen. Sechs ist runter. Neun ist dann wahrscheinlich... Ist es Select oder Start? Ich weiß es nicht. Da steht immer nur S oder B. Aber so oder so tut sich nichts, also keine Ahnung. Ah. Ich glaube, das habe ich mich schon dreimal jetzt gefragt oder so. Okay. Ja, aber das sind so viele Buchstaben hier. Wenn es dieses 2069 wäre, wäre das echt komisch. Tja. Trotzdem weiß ich nicht, wo es weitergeht. Dann schießt man an der Stelle ab. Ich versuche bis zum nächsten Mal wieder schlauer zu werden. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was ich noch tun könnte. Weil jetzt bin ich wirklich ideenlos. Also im Hack selbst bin ich jetzt ideenlos. Ich kann jetzt dieses Sinks.smc zweimal suchen, aber... I don't know. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.